Erkennung einen bitteren, einen brutalen Höhepunkt in einer Schlägerei. Zwischen ihrem Verlobten Olivier Martinez und ihrem Ex. Die beiden Männer prügeln sich und die Vierjährige muss alles miterleben. Krankenhausaufenthalt, Verhör und eine wartende Paparazzi-Meute vor der Villa von Halle Berry. Könnt ihr bitte ruhig sein? Hier ist ein Kind, das geschützt werden muss. Mausglas. Mehr Angaben wurden nicht gemacht. Doch das Image von Halle Berry hat seitdem Kratzer bekommen. Denn es wurde auch immer wieder der Vorwurf laut, Olivier Martinez habe den Streit provoziert, um doch noch zu erwirken, dass Halle Berry das alleinige Sorgerecht erhält, um endlich mit ihm nach Paris ziehen zu können. Wie gesagt, Gerüchte. Schlussendlich zahlt Halle Berry die Arzt- und Anwaltskosten für ihren Ex-Freund. In Zukunft soll sich Olivier Martinez aus den Angelegenheiten, die die Scheine Nara betreffen, heraushalten. Dazu heißt es, Olivier wird nicht mehr anwesend sein, wenn Nala von Gabriel bzw. Halle abgeholt oder abgesetzt wird. Das war Gabe sehr wichtig, da er um seine Sicherheit fürchtete. Seit dem Zwischenfall war Halle Berry untergetaucht. Jetzt unser Treffen in Los Angeles. Und natürlich müssen wir Sie darauf ansprechen. Was würden Sie sagen, wie ist das Jahr 2012 für Sie gelaufen, beruflich und vor allem persönlich? Ich habe überlebt. Was bedeutet das? Und würden Sie dem gerne noch etwas hinzufügen? Nein, ich habe überlebt und am Ende kann ich jetzt noch lächeln. Das ist gut. Halle Berry gibt sich diplomatisch, denn natürlich gibt es einen Das sagt uns ihr Manager am Rande des Shootings. Sie versucht gerade wieder eine gewisse Normalität zu nehmen, wie zum Beispiel